Eine Nachricht aus dem Weltall. Ein Hallo, hier bin ich. Mehr gibt es von Gaia bisher noch nicht zu sehen. Das neue Weltraumteleskop der ESA soll in den nächsten 5 Jahren die Frage klären, wie sieht unsere Milchstraße eigentlich genau aus? Darüber können Wissenschaftler bisher nur mutmaßen. Ich kann nur sagen, dass die Frage nach dem Unbekannten einfach in uns verhaftet ist. Es ist gewissermaßen in unseren Genen die Neugier. Was ist hinter dem Horizont? Wie funktionieren Dinge um uns herum? Und dafür ist eben gerade auch diese Gaia-Mission wichtig. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, für diese Erkenntnisse können wir morgen im Laden uns irgendwas für kaufen. Allein der Wert dieser Erkenntnis, denke ich, ist enorm und bedeutet mir sehr viel. Einen Monat dauert Gaias Reise zu seinem fernen Ziel, 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, soll Gaias riesige Weltraumkamera dann unsere Galaxie fotografieren. Zum ersten Mal in 3D. Eine Karte der Milchstraße soll so entstehen. Gaias Daten bringen aber keinen Aufschluss darüber, ob wir allein im Universum sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in diesem unendlichen Weiten, in diesem riesigen Universum nicht noch mehrere Orte gibt, die ähnliche Bedingungen haben wie hier auf unserer Erde und dass sich dort dann eben auch Leben in welcher Form auch immer entweder schon entwickelt hat oder dabei ist zu entwickeln. 3, 2, 1, Stopp, Décollage. Genau um 6:12 Ortszeit am Donnerstag vor Weihnachten hat die Sojus-Rakete den Raumhafen in Kourou in Französisch-Guyana verlassen. Der 2 Tonnen schwere Satellit soll nach den Sternen greifen und die Sterne begreifbar machen. Vieles im Universum versteht die Wissenschaft noch nicht. Schwarze Löcher, dunkle Materie, dunkle Energie. Ob wir jemals alles verstehen können, das steht in den Sternen. Wenn jetzt Gaia ganz viel neue Erkenntnisse bringt über die Sterne und das Weltall, wird Gaia dennoch nicht diesen göttlichen Himmel damit abbilden können. Das hat ja früher schon Juri Gagarin gesagt, als er als erster Mensch sozusagen außerhalb der Erdatmosphäre war. Ich habe Gott nicht gesehen. Nee, kann er auch gar nicht. Da ist Gott nicht. Das ist nicht der Himmel, sozusagen, den wir als Gott des Himmels und der Erde anbeten.